Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem wunderschönen Europa League-Abend gegen Atletico Bilbao. Athletic Bilbao natürlich im Rückspiel. Wir haben 1-0 im Hinspiel gewonnen. Wir gehen natürlich direkt in die Pressekonferenz und wir wollen ins Halbfinale. Ah, gracias. Ah, Spanisch ist cool, ey. Ich mag Spanisch sehr. Nachdem Athletic Bilbao im Hinspiel mit einem Athletic Bilbao verdient natürlich Respekt. Schließlich haben sie mit ihren Topspielern trotz unseres Sieges eine gute Leistung gezeigt, weil wir sind super. wir dürfen Athletic Bilbao natürlich nicht unterschätzen. Jeder sieht, wie wir aktuell spielen. Es geht nur, wenn du als Mannschaft zusammenhältst. Wir werden die Krise hinter uns lassen und so weiter und so fort. Und das, diese schwankende Leistung, was soll man dazu sagen? Ich bin enttäuscht. Nein, wir werden allen zeigen, was wir können. Das, was ich jedes Mal sage. Glücklicher können wir anscheinend gar nicht sein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir uns verbessern werden. Bald werden wir alle sehen, wie geil wir sind. Das sehen Sie jetzt schon. Die sind alle schon sehr überrascht, dass wir im Viertelfinale sind, nehme ich mal an. Diese Heck-Geiserslautern kenne ich von vor 20 Jahren fast. Nein, aber 15 oder so sind es bestimmt schon. Und wir gehen natürlich mit unserer Bestbesetzung, warum auch immer Meiner und Pick nicht komplett kuriert sind. So. Gucken wir mal nach. Was ist hier als vorige Übung? Irgendwie hat FIFA momentan komplett Ladehemmung. Oder war das schon immer? Das war schon immer so eigentlich. Cordoba. Guck mal, sie wollen zeigen, was sie können. Aber wir, was auch immer da passiert ist, Mühl hat Cornet. Oh Mann, der ist schnell, Alter. Der ist ja richtig schnell. Oh mein Gott. Verdient mehr Respekt hier. Mangala. Mangala. Krass, der setzt sich durch. Es ist schon kein gutes Vorzeichen, was hier abgeht. Komm schon, Jesus. Es ist unglaublich. Kommt schon, ey. Kovnacki. Wenn die so jetzt gut drauf sind, jawoll, Mühl. Tja, so macht man das. Okay, die Offensive ist gut drauf. Unsere Defensive hoffentlich auch. Hey, hey, hey. Ich bin schon sehr gespannt. Im Estadio San Mamés. Mamés. Nennt man das so? Mamés. Die Betonung auf dem E, auf jeden Fall. Und wir wollen ins Halbfinale. Dortmund hat sich den Weg hier auch schon ein bisschen geebnet mit einem 2-1 Auswärtssieg. Die Auswärtsmannschaften waren sowieso krass drauf. Heute sind wir die einzige Auswärtsmannschaft. Und wir wollen ins Halbfinale, denn wir haben es uns verdient. Wir hätten im letzten Spiel schon 3-0 oder sowas gewinnen müssen. Nein, ein verschossener Elfer. Letzten Endes hat uns nur ein Elfer einen Treffer gebracht. Trotz unserer spielerischen Leistung. Unsere Spieler sind sehr konzentriert, wie ihr seht. Und ich hoffe, sie spielen auch konzentriert. Denn Halbfinale wäre schon ein sehr großes Ding. Also, boah, bin jetzt schon stolz. Und die sind ja, die können noch weiterkommen, Leute. Es ist unglaublich. Kuxabank, was auch immer das ist. Die gehen natürlich wieder mit ihrer Bestbesetzung, soweit es geht. Sie mussten ja einen auswechseln, denn einer hat rot gekriegt. Calero. Ist der neue Mann. Baumann war im letzten Spiel der krasseste Torwart, den ich je gesehen habe. Hat so welche Dinger rausgeholt. Krass. Und er ist auch der Grund dafür, warum wir nur 1-0 gewonnen haben. Krasser Zinken von dem Spieler da ganz außen. Ich hoffe, er schnüffelt keinen Sieg. So, schönes Mannschaftsfoto nochmal. Wir natürlich mit unserer gewohnt geilen Aufstellung. Elias Huth ist heiß. Andrautsos schießt ja auch Tore in der Europa League, wie nichts Gutes. Schad will wieder zuverlässig sein, wie alle Spiele zuvor. Und Fein möchte ein feines Tänzchen vollführen. Oskar Mangala. Also Leute, gebt Gas! Feuert unsere Mannschaft an, wie noch nie zuvor. Veska. Oskar.
Mangala. Setz dich da durch. Setz dich da zweimal durch. Eieieiei. Fängt schon gut an. Ich gehe mal auf defensiv. Auch wenn ich immer das Gefühl habe, es ist keine gute Idee. Taktisch macht es auf jeden Fall Sinn. Taylor. Eieiei, was ist denn jetzt los? Was für ein Passspiel. Fein. Ist da auf jeden Fall. Taylor. Frühe Flanke. Sekinger. Haben wohl Bock heute. Oh, nein. Fangt nicht so an hier jetzt. Feska. Es geht schon gut los. Aber wenn wir einen Treffer schießen, müssen sie mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Das ist auf jeden Fall schon eine Sache. Wieso kommt denn da keiner ran? Otto. Mann. Unaufhaltsam bis jetzt. Sie wollen es noch mal richtig spannend machen hier. Hut. Klärt den Ball. Da ist Pick. Mangala Otto. Boah. Krass. Kommt schon, Leute. Macht nicht so. Schön auf Pick. Schöner Trick. Pick. Unsere Mannschaft ist eigentlich fit. Meiner weiß auch nicht, was der da tut, Mann. Ach, kommt, ey. Macht mal nicht so eine Kacke jetzt. Ja, ich weiß, sie wollen Druck machen, aber was ist das für Kacke denn schon wieder? Eckball. So ein Kackbeginn hier. Das Spiel will mich doch schon wieder verarschen hier. Schön, Mühl. Klärt den mit Mühe eigentlich schon, aber... Handrauzos. Fein. Da ist Kübler. Schön, da ist meiner. Da ist Platz für Hut. Warum auch immer der so kacke läuft. Mann, warum läuft der Hinter nicht außen? Da war so viel Platz. Will er, dass meiner da langläuft? Das muss ich mir jetzt mal merken, dass der das sonst nicht macht. Schön. Eieieiei, die legen hier los. Ja, natürlich. Mach doch so eine Pässe. Ist ja über... Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Dieses Spiel kann mich mal am Arsch lecken, Alter. Was soll denn der Kack? Der ist doch hier wieder... gezinkt hier. Feska. Cordoba. Taylor. Am Swiften hier. Da war der Ball eigentlich schon... Mann, dann gewinnt ihn doch auch. Guckt euch das an, dann kriegen wir schon wieder keinen Ball. Keinen Ball. Selbst wenn der vor der Nase liegt. Angeblich machen die ja so viel Druck, dass unsere Mannschaft den Ball schon einfach gar nicht... Ey, das regt mich so auf. Mann. Die sind fit. Sie sind motiviert. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. So, da ist Pick. Pick läuft nach außen. Handwerker. Ich meine, wir haben Ruhe, wir haben Zeit. Aber dennoch. Das, was da schon wieder abgeht, das geht schon wieder nicht mit rechten Dingen zu. Da ist Pick. Im Zusammenspiel. Da ist. Warum lauft ihr denn so kacke, Mann? Da sind so riesige Lücken. Und die machen schon wieder einfach nichts. Oder alles falsch. So, wahrscheinlich so. Oh ja, Bilbao spielt jetzt einfach gut. Das ist einfach so entschieden. Da ist der Ball. Da ist Hut. Der schießt natürlich kacke, weil ich das Finishing kaputt mache. Ah. Hätte ich auch einfach normal schießen können. Dann war da mal schon was Ordentliches rausgespielt und dann passiert einfach das. Meiner. Da ist Pick. Da ist der Ball auf Meiner. Da ist der Ball auf Pick. Da ist der Ball ins Tor. Krass. 1:0. Ich dachte, ich bin verflucht jetzt in diesem Spiel. Aber wir gewinnen das. Jetzt müssen sie 3:1 gewinnen. Nicht unmöglich, aber komm. Sie haben das so offen gemacht. Pick. Bam. Einfach rein die Scheiße hier. Oh.
schön. Uff. So. Mangala, guck mal, jetzt ist das Stadion stumm. Krass. Also ich meine, gut, ne? Bilbao hat gut angefangen. Ja, man muss auch sagen, ey, was machen, lassen die Spieler denn auch immer so eine Sachen zu? Handwerker, der Fleißige. Meiner spielt den Ball. Da ist der Ball für, ja, ich schieße, ich spiele den jetzt nicht zu Hut, weil der wieder so einen Kacklaufweg macht. Meiner natürlich fetzt ihn komplett in die Wolken. Ich hatte das Gefühl, ich hatte nicht mal Zeit, das Time-Finishing zu machen. Fein, Mangala. Fein, so wunderschön. Schad. Meiner, wunderbarer Ball. Andrautsos, Athanasios mal wieder. Da nicht, Kübler. Fein. Kübler, was stehen die eigentlich so defensiv? Krass. Schöner Ball. Da ist Fein, was auch immer der da wieder für gechillte Sachen macht. Hallo, was soll das? Was soll das denn, ey? Schad. Fein. Also ich habe jetzt schon die Ruhe weg. So natürlich nicht. Cordoba, wir sind hier nicht, um Geschenke zu verteilen, da. Wir sind hier, um weiterzukommen, um gut zu spielen. Dafür haben wir die super Aufstellung gegen Leverkusen liegen gelassen und trotzdem 3:3 gespielt. Also Leute, ich bin so stolz auf euch. Ihr müsst so weitermachen. Selbst die Ersatzspieler machen hier einen guten Job. Halbzeit. Warum nicht? Das Stadion am Pfeifen, aber unsere Fans applaudieren jetzt schon. Meiner, der kann das schon emotional kaum fassen. Der sah sehr traurig aus, der Junge. Pick in der 34. Minute nach Vorlage von Meiner. Sehr schöne Kombination. Baumann hatte auch schon Depressionen. Alter Sickinger auch. Was ist los mit denen, Mann? Die sollen sich mal freuen. Dortmund führt 1:0 gegen Tottenham. Ich denke, da ist Dortmund auch schon so ziemlich weiter, wenn das so weitergeht. Ah, ist Rom auch. Olympique Lyon versucht nochmal gegen Monaco zurückzukommen. Wir gehen so rein. Hut, Anstoß. Fein. Schad. Fein. Meiner. Auf Kübler. Was ein schöner Ball. Schade. Cornet, passt auf. Taylor. Mangala. Sie haben noch Chancen. Leute, jetzt werdet nicht nachlässig. Fesca. Oscar. Schöner Ball, aber Sickinger passt auf. Schad. Schöner Ball von Schad. Da ist Andrautsos. Der nimmt den Ball gut an. Schad. Meiner. Meiner auf Hut. Schön. Hut auf Kübler. Da ist der Pick. Da ist der Pick. Der macht hier einfach fast das 2:0. Also das ist unglaublich, dieser Junge. Was der am Ball macht so. Schön durchgespielt, da ist Meiner, da ist der Ball nochmal zu Hut, da ist die Drehung, da ist nicht das Tor, also unfassbar, Leute, ehrlich, jetzt macht ihr auf einmal keine Scheiße mehr. Jetzt spielt ihr wieder so, da kann man wieder richtig stolz sein, ey, unglaublich. Mangala. Langer weiter, wunderbarer Ball auf Cornet, Sickinger gewinnt den Zweikampf, und wie, Kübler, Pick. Da ist Pick, der läuft einfach mal. Der hat ja auch ein Tempo, der Junge. Alter Schwede, was willst du da machen als Verteidiger? Schönes Ding, Pick, drin das Ding, was willst du da? Also Pick. Scheiße, Alter, krass. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Ey, da grinse ich gerade bis nach Meppen. Ey, was war das für ein Tanz? Pick so, bam, kein Ding. Torwart Baumann, den hätte auch halten können. Aber toll. Krass. Da können wir nochmal Leuten Europa League Luft schnuppern lassen.
können. So, da hat keiner mit gerechnet. Schönes Tänzchen. Pick und Hut. Tun alle gut. Eieiei. Florian, was ist da los? Hey, der Junge ist unglaublich. Dribbelt, sprintet da durch. Ich weiß nicht, ob er der nächste Cristiano werden will. Ich weiß gar nicht, warum man sowas sagt. Der nächste dies und das. So, auch die Argentinier. Ja, der nächste Maradona. Ich weiß, so legendäre Spieler. Aber können sie nicht einfach sie selbst sein? Weil der Nice ist, selbst wenn jemand dann... Würde dann jemand sagen, wenn er so gut wäre wie Cristiano Ronaldo, würde dann jemand sagen, ey, wenn da so ein Nachfolger kommt, will einer der nächste Pick werden? So, also, ich weiß nicht. Mannschaftsintern vielleicht schon. Da ist Pick und das ist ja... Also der Junge. Ich weiß gar nicht, warum der sich beschwert. Deal kommt rein, kein Problem. Ja, macht der Sachen hier, Bilbao ist... am Rande des Chaos. Deal rein, meiner raus, Andrauz aus Flanke. Da ist Pick. Versucht es wieder, Martinez klärt den Ball. Mangala. Pick hat jetzt wieder Bock, der war vorher ein bisschen erschätzt. Erschöpft, oh mein Gott, erschöpft. Cornet. Schöner Ball, auf. Cordoba, der den Ball nicht bekommt. Also bei denen läuft es auch echt nicht rund, ne? Es ist einfach so. Es funktioniert bei denen jetzt nichts. Deal. Ah, Deal mit dem Fehlpass. Nicht gut. Kovnacki. Wenn sie da nochmal rankommen. 4:2 müssen sie nur machen. Und da, oh, Kovnacki. Kurzes Eck anvisiert, nicht getroffen. Ja, schlecht geschossen. So, wunderschön. Langer Ball. Hut gevinnt das Kopfballduell. Krass. Was für ein Kampfgeist. Deal. Fein. Nehmen wir doch mal diesen schönen Ball auf Pick. Der wieder mit einer Ballrolle. Kurzes Eck. Also der will heute hier alles im Alleingang machen. Es ist unglaublich. Der Junge, dem gelingt heute vieles. Jesus Arezzo. Sanke? Ist der Franzose? Ich weiß es nicht. Taylor. Easy. Was ist da los? Andrauto so. Ja, easy. Bekomme ich. Deal. Kann warten. Da ist Kübler. Hut. Kübler. Was ist das denn? Der arme Baumann. Pick raus, Greilinger rein. Nee, Pick hat noch zu viel Bock. Da kriegen wir das Glück, was Leverkusen im letzten Spiel hatte. Also, bisschen arbeiten, Leute, sagt er. So, Andrauzos mit der Flanke. Da ist Kübler. Kübler. Macht er es alleine. Was geht ab hier? Kübler. Ballbesitz, Fußball. A la Bonheur hier. Deal. Was willst du da machen? Mann, komm schon. Ja, Hut, der kämpft noch. Was willst du hier? Was willst du bei diesem Ballbesitz-Fußball machen? Da ist Deal. Schön. Da ist Hut. Da ist Fein. Da ist Pick. Der will hier... Ach komm, der sollte zu Pick zurückgehen. Also... Scheiße. Cornet. Martinez. Taylor. Ach, Quatsch. War das knapp. Sanke. Martinez. Deal kriegt den Ball fast. Martinez. Ah, verliert den Ball fast an Deal. Also, unfassbar, was sie sich erlauben. Via Libre. Via Libre. Ist der Stürmer neu drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Cordoba. Einwurf. Jesus Arezzo.
Langer Ball zurück oder was? Oh Mensch, ihr müsstet offensiv spielen. Und das wäre angebracht. Es ist, das Spiel ist gleich vorbei. Also was wollt ihr eigentlich noch machen jetzt, ey? Das ist krass. Also Mannschaft, ihr habt euch echt... Abseits? Kein Abseits? Kurzes Ecktor. Na gut. Es sei euch gegönnt. Aber ihr habt auch im letzten Spiel schon scheiße gespielt. Das muss man echt sagen. Also ihr habt es auch gar nicht verdient, weiterzukommen. Ich will das nicht schlecht reden oder so, aber warum war da alles so frei? Aber das war echt für ein Viertelfinale echt eine desolate Leistung. Da ist Hut. Hut. Ach, Mensch, schade. Córdoba. Und damit sind wir weiter, Leute. Haben uns das auch sehr einfach gemacht, außer am Anfang des Spiels, wo ich dachte, das Spiel will mich schon wieder verarschen. Aber komm. Dann haben wir es auch verdient. Bin mal gespannt, wer unser nächster Gegner ist. Versuche 6, Tore 2, Pick ist damit gemeint. Ich meine, er ist undefinierbar gut gewesen. Hauptsache, der Frau eben wurde diese Fahne vor ins Gesicht geschwenkt. Krass. Ja, müssen wir uns nochmal angucken. Das ist sehr heftig hier. Da haben die erst gut angefangen. Dachten so, ja, das machen wir. Ich habe auch schon ein bisschen Sorge gehabt, dass die uns hier jetzt komplett weghauen. Aber wir so, ja, kein Problem. Denn wir haben ja Pick. Meiner, schön aufgelegt. Pick, kurzes Eck. Pferdeschuss sind rein. Ah, war alles offen. Die haben natürlich auch versucht, offensiv zu spielen. Pick konnte einfach durchziehen. Perfekt in die Lücke rein. Fertig. Und dann nochmal Pick. Mit dem Solo. Einfach ein Tänzchen. Baumann sah da auch nicht gut aus, aber komm. Pick hat sich da quasi vom Mittelfeld ganz allein durchgesetzt. Er hat sich das Tor verdient. Natürlich war das jetzt auch sehr... So mit dem Handgelenk ist natürlich auch kacke. Guck mal, wie sie sich mögen. Also danke. Danke, Pick. Hallo? Aber noch irgendwas? Da ist wieder Pick. Dribbelt da sich durch und macht dann den Schuss. Und Baumann hält mal. Ich glaube, Pick-Trikot ist fällig mittlerweile. Machen wir natürlich ein Interview. Wir wollen ja die Moral hochlassen. Dortmund ist weiter, Rom ist weiter und Monaco ist weiter. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe doch, dass wir Monaco oder Rom kriegen, weil... Dortmund habe ich ein bisschen Schiss vor. Und so ein deutsches Finale wäre natürlich auch krass. So ein europäisches deutsches Finale wie Bayern gegen Dortmund 2013 oder so. Wäre schon krass. Ich erinnere mich daran. Hast ein paar Fragen. Preguntas, ja? Fein ist aktuell richtig gut drauf. Er hat alle Lobeshymnen verdient. Er ist ein feiner Kerl. Wie sein Name es schon sagt. Ah, feiner Kerl. Pick hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Insgesamt eine wunderbare Leistung. Natürlich, weil das Team wollte ich jetzt eigentlich mal ein bisschen pushen, aber gut. Glückwunsch zum deutlichen Viertelfinalsieg. Glauben Sie, dieses Jahr einen ganz großen Erfolg feiern zu müssen? Wir müssen konzentriert bleiben. Wir dürfen uns nicht darauf versteifen, so ein Ziel zu erreichen. Weil sonst spielen wir verkrampft und können gar nichts gewinnen. Ja, sorry, Bachmann. Pick jetzt die Doppelpack. Oh, hätte ich mal vielleicht doch ein bisschen mehr wechseln sollen, weil das Spiel direkt dann ist. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht spielen durfte. Ich weiß, Sie sind der Boss. Knie dich weiter rein und dann schaffst du das, mein Freund. Danke, dass Sie mich wieder... Ja, ich bin stolz auf dich. Bla, bla, bla. Bachmann, Bergmann ist natürlich auch so einer. Den würde ich gerne... Geänderter Spieltermin. Turnierpreisgeld. 1,5 Millionen. Ja, warum nicht? Man kriegt ziemlich wenig für die Europa League. Ich finde den... Wettbewerb insgesamt eigentlich ziemlich interessant, weil eigentlich nicht immer die gleichen Mannschaften, bis auf Sevilla vorher immer, in diesem Turnier sind, aber gut. So, dann haben wir unseren nächsten Gegner in Frankfurt gefunden.
Und wir gucken mal nach, wer unser nächster Gegner in der Europa League ist. Da bin ich auch sehr gespannt. Europa League, was geht ab? Halbfinale. Dortmund, Rom, Kaiserslautern, Monaco. Sehr schön, ich habe den schönsten Gegner, glaube ich, noch von denen. Wobei, Rom, Monaco, ich weiß nicht, ob sich das so viel nimmt. Doch, eigentlich schon. Ich glaube, Rom ist der schwierigere Gegner. Und ja, Leute, damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal und ciao!